Hallo und herzlich willkommen zusammen bei unserem Kanal Meinungen und Deinungen. Ja, Jens Helmich und ich, Andreas Schreiber, eben, wir hatten uns jetzt schon länger nicht mehr getroffen und jetzt haben wir endlich mal wieder die Zeit gefunden und die Muße und jetzt wollen wir euch mal wieder mit einem netten Gespräch beglücken. Kurze Vorstellung machen wir für alle, die uns noch nicht kennen. Also ich bin Dr. Andreas Schreiber. Ich bin beheimatet hier im schönen Freiburg und habe da meine logotherapeutische Praxis. Praxis für sinnzentrierte Psychotherapie. Cura Vitae mit dem harten Namen. Und von Haus aus eben Philosoph und dann noch Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und habe da jetzt eben diese Praxis. Und wir haben uns als Logotherapeuten gefunden und eben jetzt leite ich über zu Jens, dann darfst du dich auch noch kurz vorstellen. Ja, lieber Andreas, herzlichen Dank. Mein Name ist Jens Helmich, ich bin Paar- und Sexualtherapeut in Köln. Wir sind also relativ weit auseinander, aber durch das Medium des Computers, ne, seht ihr uns jetzt nebeneinander. Ich habe ebenfalls Philosophie studiert, habe lange Zeit als Lehrer gearbeitet, habe dann umgesattelt auf die Psychotherapie und habe seit 8 Jahren jetzt mittlerweile eine paartherapeutische Praxis mit logotherapeutisch, also sinnzentrierter Ausrichtung und verfolge da so ein sinnzentriertes Konzept der Paartherapie. Mehr oder weniger erfolgreich, sagen wir mal mehr, ne, irgendwie, aber man soll ja bescheiden Nicht, sein. genau, nein, nicht so bescheiden, ne? Sag, wie es ist. Nein, nein, also man hat seine Erfahrung gesammelt, sagen wir mal so. Ne? Ja. Und wir haben diese Sendung, hatten wir uns überlegt, dass wir heute ein wenig über die Freiheit des Willens sprechen. Ein Thema innerhalb der Logotherapie auf der einen Seite, aber natürlich auch ein eminent philosophisches Thema. Ne? Und wir versuchen es mal so von unterschiedlichen Richtungen anzugehen. Und ich würde ganz gerne einen aktuellen, sagen wir mal, Fall aus meiner Praxis hierbei vorstellen. Namen sind natürlich Schall und Rauch, streng Genau. anonymisiert. Ne? Aber tatsächlich habe ich vor einigen Wochen eine Frau hier sitzen gehabt, die ein sehr eigenartiges Erlebnis hatte, also für sie sehr eigenartig. Und zwar hatte sie eine außereheliche sexuelle Beziehung begonnen mit einem Mann, den sie kennengelernt hat. Und sagte, ich war gar nicht ich selber. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte weder meinen Mann sexuell betrügen, noch wollte ich überhaupt Sex mit diesem Mann. Aber es ist mir passiert und dann ist es rausgekommen. Das ist der Grund, warum dann das Paar bei mir vorstellig geworden ist. Ne? Der Ehemann war natürlich zutiefst niedergeschlagen und betrübt und konnte sich das Ganze nach vielen Jahren der Ehe auch nicht richtig erklären. Aber das Problem war eben, dass sie es sich eben auch nicht wirklich erklären konnte. Und ich hatte dann ihnen gegenüber so ein bisschen so die Metapher benutzt, dass sie gewissermaßen so abgeholt worden ist, ne, aus ihrer Ehe, könnte man sagen, hin zu einer sexuellen Beziehung. Und daraus eben erwachsen die Frage, was eben auch von der Psychoedukation her auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie kann jemand etwas tun, was er eigentlich nicht will, beziehungsweise kann ich einer solchen Aussage überhaupt vertrauen? Das heißt, nochmal eng gefasst, sind wir tatsächlich nicht immer Herren oder Frauen unserer Handlungen, sondern inwiefern werden wir auch in unserer Entscheidungsfreiheit manchmal beschnitten? Ja, ein spannendes Thema. An meiner Reaktion gesehen hast, muss ich erstmal grinsen bei der Schilderung. Ja, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich wollte das eigentlich gar nicht und plötzlich habe ich es doch gemacht. Ist natürlich gerade auch logotherapeutisch, ne, von diesem Ansatz her, also nicht jetzt lustig zu fassen, deswegen, ich musste einfach lächeln, aber nicht ganz nachvollziehbar, weil wir ja tatsächlich da, wir haben ja, sagen wir so, die Grundannahmen der Logotherapie, die wiederholen wir nochmal ganz kurz. Wir hatten mehrere Videos schon davor gemacht, dürft ihr gerne mal reingucken noch. Aber lassen Sie auch ganz schnell wiederholen. 3 Säulen der Logotherapie. Ja. Wir haben im Prinzip eine Freiheit des Willens. Da geht es jetzt heute nochmal drum. Den Willen zum Sinn. Und gut, es gibt Sinn im Leben. Und noch ein wichtiger Punkt ist sozusagen, also wir haben, ja, oder wichtiger Fokus in der Logotherapie ist die
geistige Person, in der eben genau diese Freiheit und Wille und die Sinnsuche, das wollte ich sagen, lokalisiert ist. Das ist natürlich nicht substanziell lokalisiert, aber da subsumiert ist unter dieser geistigen Person und als solche, als Person. So das Postulat jetzt ist natürlich irgendwie die Person eigentlich immer frei und hat den Willen, es sei denn, man ist, sagen wir mal, krankheitsmäßig davon etwas blockiert, von der Ausübung des Willens oder dem Zugang im Prinzip des Willens. Scheint mir jetzt vielleicht nicht ganz so zu sein bei deiner Klientin, weil ja, das wäre bei, was weiß ich, Demenz, bei Schizophrenie, bei solchen eher schwereren Störungen so. Okay, und das ist natürlich interessant. Dann ist deine Engführung so die Frage, ja, sind wir da nicht viel mehr doch von unserer, wie Freud sagen würde, Libido, von unserer Biologie, oder wie es ja, die Psychologen dann sagen, eben von der Psyche irgendwo einfach gesteuert. Neurowissenschaftlich ist es ja tatsächlich eher so en vogue zu meinen, wir haben gar keinen freien Willen. Ja. Das ist eine gute Frage. Und doch fühlen wir das ja. Und okay, Sie sind jetzt bei dir gewesen, weil es rausgekommen ist, aber sagen wir mal, selbst wenn es nicht rausgekommen wäre, kann ich mir gut vorstellen, wäre mit der Frau etwas innerlich auch passiert. Also sagen wir mal, im besten Fall ein schlechtes Gewissen. Ja, Sie hätte definitiv. gehadert damit. Ne? Ja, Also das ist, definitiv, ne? Also ich würde und auch das, sagen, ja. ja, und das ist schon das Gefühl, das, ja, sorry, genau, das ist schon das Gefühl von Freiheit irgendwie. Aber ist natürlich kein leichtes Thema. Also was wir heute haben, ist, ja, gibt keine definitive Ja, Lösung es ist im vor allen Dingen Streit. natürlich auch in diesem speziellen Fall und dieser Fall, ich behaupte mal, dass der gar nicht so selten ist, ne? In diesem speziellen Fall ist es natürlich auch ein unglaublich leidvolles Thema, ne? Und zwar für mindestens zwei Beteiligte, über diesen Mann, der diese Frau, sagen wir mal, aus ihrer Ehe heraus sexuell abgeholt hat. Über den brauchen wir nicht zu spekulieren. Irgendwie, der spielt da erstmal keine Rolle. Wobei man sich natürlich auch da fragen könnte, inwiefern brauchen manche Männer diesen gewissen Machtrausch, diesen narzisstischen ja auch, ne, andere Beziehungen zu zerstören. Ne, das ist so in dem Fall, wird das schon eine Rolle spielen. Aber es geht uns ja tatsächlich eher um die Frau selber, ne, und um die Aussage der Frau. Ne. Und wenn wir jetzt nochmal das Modell von Frankl bemühen, sagt er ja, es gibt etwas wie ein Psychophysikum, das heißt eine Einheit von Körper und Psyche, die durchaus deterministisch. Die, oder sagen wir mal, die durchaus deterministische, das heißt fremdgesteuerte Aspekte hat. Ne? Das heißt, wir können ja, ne, du hast eben schon die schwerere psychische Erkrankung genannt, ne? Sagen wir mal, die Schizophrenie ist jetzt vielleicht, nehmen wir mal als Beispiel die Depression. Ne? Das Psychophysikum wird beeinflusst durch eine negative Affektlage, ne? Negative Stimmungslage, gepaart mit Gefühlen der Sinnlosigkeit, ja, und dann eben auch auf der körperlichen Ebene beispielsweise Schlaf- und Antriebsstörung, auch Libido-Störung. Und derjenige, der an dessen Körper und dessen Psyche an dieser Erkrankung leidet, kann nicht wirklich etwas dagegen machen. Man würde dann, oder aus der Frankl'schen Perspektive würde man sagen, doch, man kann sehr wohl etwas machen, weil es eben einen freien Teil in uns gibt, den man stärken kann und über den wir lernen können, gewissermaßen uns neben die Krankheit zu stellen, beziehungsweise lernen, gegen die Krankheit gewissermaßen anzuleben. Ne? Aber es ist hier ja keine Krankheit oder zumindest hat die würde man nicht von einem klinischen Wert sprechen, ne? Keine Krankheit im Spiel, sondern offensichtlich ist jemand nach einer langjährigen Ehe in eine Bereitschaftslage gekommen, sich von seiner Libido ja abholen zu lassen. Ne? Aber in dieser Art des Abgeholtwerdens, ja, sich selber in dem Moment als unfrei empfindet, an dieser Unfreiheit auch durchaus leidet, aber sich ja der Situation gewissermaßen hingibt, auch ohne sozusagen an die Zukunft zu denken, ne, ohne Zukünftiges zu antizipieren.
um dann sich irgendwann in einer Situation gefangen zu sehen, die er nie gewollt hat, auf der einen Seite, in den er auch ungewollt einen Partner mit hineingerissen hat, in dem Fall den Ehemann, und sich auch nicht selber wirklich erklären kann. Ja, es spielen schon einige Dinge damit eine Rolle. Und ein gutes Beispiel mit der Depression, schwere Depression vor allen Dingen, wo ja die Patienten wirklich oft sagen, also kognitiv wissen sie, was es geht, was sie eigentlich machen könnten, machen sollten und so weiter. Sie wollen es auch kognitiv. Aber sie schaffen es nicht von der Affektlage her. Ja. Sie sind praktisch wie gelähmt, niedergeschlagen. Und das ist so das Interessante. Im Gegenbeispiel, ja, zu deiner Klientin, die diese Verschattung sozusagen durch die Krankheit jetzt nicht hat, sondern einfach irgendwie da reingestolpert ist, ohne zu wissen, wie ihr geschah. Es gibt, Genau. Ja. genau, es gibt diese Determinanten. Also Frankl, ja, spricht ja sehr, sagen wir mal, das Wort dafür, dass es eine bedingte Freiheit gibt. Also eine Freiheit trotz Bedingtheit, müsste man so rum sagen. Also nicht, er redet nicht von, wie im existenzphilosophischen Kontext, so bei Sartre, so von der absoluten Freiheit, die für uns, glaube ich, auch gar nicht möglich ist und gar nicht fassbar ist, vielleicht nur in philosophischen Abstraktionen. Aber ja, weil wir doch dieses Psychophysikum haben und das geben wir den Naturwissenschaften da mal den Credit. Ne? Da haben sie schon einiges erkannt, wie das irgendwie doch funktioniert, miteinander zusammenhängt und das hat so kausalmechanistische Zusammenhänge, die, also wo wir unschwer raus können. Also die sind einfach da. Also wir sind irgendwie gebunden an das. Und natürlich können wir versuchen, uns davon zu befreien. Und da spricht die Philosophie von der negativen Freiheit, die Freiheit von etwas, was wir durch unsere Technik auch ganz gut schon ein bisschen bewerkstelligt haben. Wir können fliegen, nicht so selber mit den Händen, aber halt immerhin haben wir was gebaut, dass wir die Schwerkraft so überwinden können, ne? Mit unserem eigenen Körper dann auch mit. Und also solche Sachen, ne, kann man sich da vorstellen, das ist meistens im politischen Kontext natürlich, ne? Sich befreien von Repressalien und so weiter. Aber wenn ich das jetzt weiterdenke zu einer sogenannten totalen Bedingungslosigkeit als absolute Freiheit, dann stehe ich irgendwie vor einem riesigen leeren Feld oder vor der riesigen Leere und habe genau das Problem, was mache ich jetzt damit? Und da ist so der Fokus der Logotherapie drauf, die Freiheit zu etwas. Ne? Also wofür bin ich jetzt frei? Ja, und jetzt, genau, so, also worauf ich noch dahin wollte, ne, das ist so diese Freiheitskomponente, die die Möglichkeiten eröffnet. Aber der Wille hat auch etwas zu tun mit dieser inneren Kraft, der Schubkraft, das, was ich jetzt mit der Bedingtheit dann auch da geschildert habe. Also das heißt, unserer physischen, ja, Bedürfnissen, Streben nach Lust, nach ja, was für Impulse immer in uns aufkommen. Also eine Attraktion von dem anderen Mann vielleicht. Ein Gefühl der, sagen wir mal, Eingeschlafenheit, ne, was die eigene Ehe betrifft, sodass dann da ein Reiz entsteht und der Reiz ist organisch, psychophysisch da. So, und diesen Impuls, glaube ich, das brauchen wir jetzt, dieser Antrieb. Das gehört mit zum Willen. Und jetzt nach Kant gehört natürlich zum Willen dazu eigentlich die Vernunft. Das ist ein schwieriges Terrain. Haben wir das oder nicht? Aber die gehört mit dazu, eingeschalten zu werden. Ja, aber hier ist es ja nicht so, dass jemand tatsächlich Freiheit reflektiert oder die Bedingtheit von Freiheit reflektiert Richtig. für sich, sondern jemand feststellt, dass etwas in ihm eine Entscheidung offenbar mal getroffen hat, was, sagen wir mal, einem anderen Teil seiner selbst widerstrebt, ne? Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht so in die Psychopathologie gehen, aber wir kennen das ja nun alle, ne? Diese gewisse innere Ambivalenz und Zerrissenheit, ne? Und wir stellen dann ja nun häufig fest,
Das ist, sagen wir mal, bleiben wir ruhig mal beim Sexus, denn der spielt hier natürlich eine Rolle. Ne? Die Sexualität ist dasjenige, was sie da aus ihrer Ehe gewissermaßen rausgeholt hat, ne? Oder das Versprechen der Lustbefriedigung oder wie auch immer. Ne? Jetzt können wir in so eine Beziehung natürlich von außen erstmal nicht reinkommen. Wir wissen natürlich nicht oder wir wissen erst nach sorgfältiger Anamnese, was tatsächlich so paardynamisch da passiert ist, ne? In den vergangenen Jahren, davor vielleicht auch. Aber jemand sagt, ich fühle mich, und es kommt ja, gibt ja auch Schuldgefühle, spielen ja hier und da auch eine Rolle, ne? Ich fühle mich schuldig, weil ich sexuelle Befriedigung oder Bestätigung außerhalb meiner Ehe gesucht habe, die mein Mann, obwohl ich ihn liebe und obwohl ich unsere Partnerschaft also im höchsten Maße schätze und auf gar keinen Fall beenden möchte, niemals beendet haben wollte, bin ich doch auf so einer sehr grundsätzlichen Ebene tatsächlich aus der Beziehung für einen Moment herausgeweht worden, ne? Würde es am liebsten ungeschehen machen, würde am liebsten jeglichen Kontakt abbrechen, aber weil es durch die Schuldgefühle auch zu einem Geständnis kam, ne? Ich habe meinem Mann, ich hätte es ja auch verschweigen können, ne, irgendwie, ne? Es Genau. gibt ja Was man nicht weiß, macht mich nicht macht man nicht weiß. Ja, nun, es ist heiß. ja nun gerade so, es gibt einen schönen Satz, den ich neulich in einem anderen Zusammenhang nochmal gelesen habe, was die sexuelle Untreue angeht. Ne? Männer lügen, indem sie schamlos übertreiben und Frauen lügen, indem sie schamhaft untertreiben. Ja? Denn mit irgendwem müssen diese vielen Männer, die diese außerehelichen Beziehungen haben, mit irgendwem müssen sie sie ja auch haben. Und im Zweifelsfall sind das eben Frauen, die das nicht in dieser Form am Stammtisch herausposaunen. Das heißt, man sollte sich auch keine Illusion, sagen wir mal, über sexuelle Treue tatsächlich machen. Das ist auch nicht so wichtig eigentlich. Ne? Es ist ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn ein Paar beschließt, beispielsweise die Beziehung sexuell zu öffnen, dann ist das zunächst mal deren Entscheidung als erwachsene Menschen und das dürfen sie. Ne? Inwiefern das auf die Dauer eine gute Idee ist und eine Belastung für eine Partnerschaft, das sei jetzt zunächst mal dahingestellt, Genau. aber zunächst mal ist das möglich. Ne? Aber auch das ist ja hier nicht der Fall. Es ist ja hier nicht so, dass ein Ehepaar nach, sagen wir mal, 20 Jahren Ehen in dem Fall oder so gesagt hat, so, wir brauchen jetzt beide mal was Neues und wir gestatten uns jetzt Wochenenden ohne den anderen, ne? Sagen wir mal, sondern jemand ertappt sich gewissermaßen bei etwas, was er nicht will, zu dem ihm etwas gedrängt hat. Und ein Teil ist ja jetzt auch nicht so sehr nur mit dieser sexuellen Untreue klarzukommen, sondern auch mit der Frage, passiert mir das nochmal? Also kann ich wirklich sicher sein, dass das jetzt dabei geblieben ist oder dass es in Zukunft nochmal geschieht? Ne? Ja, wobei ich da immer noch sagen würde, es stellt nicht wirklich das Postulat des freien Willens in Frage, sondern es macht eher deutlich, also gerade diese Fragen danach, also ne, die Schuldgefühle und eben, oh je, die Sorgen, passiert es mir nochmal oder nicht, halte ich, obwohl ich vielleicht jetzt versprochen habe, es passiert mir nie wieder, kann ich mein Versprechen halten, kann ich mir vertrauen selber? Das ist ja auch eine ganz große Frage oft bei Patienten. Oh, aber es zeigt eher, ja, okay, da war vielleicht der Wille nicht wirklich als Wille ausgeübt. Also jetzt ist klar, wir haben praktisches alltägliches Leben, mit dem wir ja dann eben hadern, besonders weil wir halt darüber theoretisieren können. Und dass diese Spannung, das diskutieren wir ja auch hier, ne? Darum geht es ja letztlich. Was du auch sagst, das alte, was ist es? Paulus Wort, ne, glaube ich, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das kennen wir ja natürlich, weil da sind natürlich Kräfte, Wünsche, Begierden, eben Lüste, Lusterfüllungsantriebe, so. Die sind da. Und doch würde ich immer noch behaupten, eben Aufrechterhaltung sozusagen dieses Wankelpostulats oder überhaupt der Willensfreiheit an sich, auch gegen die Naturwissenschaften, dieser Gedanke, habe ich, und wenn es nur vielleicht chimärenhaft, ja,
halluzinativ oder so irgendwie so ist, ja, habe ich immer von mir selbst das Gefühl und sehe so auch natürlich die anderen Menschen, dass da Möglichkeiten sind bei denen wie bei mir. Und Möglichkeiten haben ist im Prinzip das, was den Raum gestaltet, den wir Freiheit nennen. Und die sind, also wenn die per se gar nicht da wären, also wenn jetzt die Neurowissenschaften uns tatsächlich schaffen würden, plausibel zu erklären, das ist alles tatsächlich einfach nur ein Kausalgeschehen, ja, was weiß ich, von der Sekunde, Millisekunde, der Befruchtung der Eizelle, ja, bis hin zu dem aktuellen Moment, könnte man alles nachhängen. Also dieser Geist in der Maschine. Naja gut, dann bräuchten wir auch die Neurowissenschaften nicht mehr, weil was machen die dann? Und was wollen sie uns damit dann sagen? Und nichtsdestotrotz bleibt bei uns dieses Gefühl. Deswegen haben wir auch ein Schuldgefühl. Weil wir ein Schuldgefühl haben, wir, weil wir irgendwie intern spüren, da hätten wir was anders machen können. Und das denke ich, das ist in diesem Moment eben nur ein Teil des Willens sozusagen ausgeübt, der hinreichte, weil irgendwie ist ja ein Entschluss auch mit gefallen. Also man hat sich hingegeben und man hat mitgemacht. Ja, und Und da auch ist ein nur Schluss. einmal, ne? Und das sind noch die, das wusste ich jetzt nicht. Das kriegt man dann raus im Ja, weiteren Gespräch. das ist das Problem immer, wenn man die Das ist das Schöne, Fallbeispiele kennt. genau, Naja. das ist das Schöne dann an der therapeutischen Arbeit. Ne? So beim ersten Mal denkt man, aha, okay, und man muss mit jeder Sitzung eigentlich fast alles neu revidieren, weil immer was Neues dazukommt. Aber unabhängig davon, ne, würde ich doch sagen, da ist diese Impulskraft ist da, die den Willen eigentlich als Motivationskraft formt. Also da ist etwas, was sich als Wille, dann passt der Begriff nicht so ganz, aber als Wunsch, als ein Begehren ausformuliert oder halt ausdrückt. Und die Frage ist, wie nutze ich jetzt die Freiheit meines Willens? Ja, und die besteht rein theoretisch darin, immer auch als Möglichkeit, wenn es nicht, wie gesagt, als Zugang so verschattet ist, ne, wie zum Beispiel in der Depression, dass ich diesen Impuls hemmen kann. Also die Impulsausübung, ne, also oder ja, die Handlung sozusagen auf den Impuls, der in mir ist, den zu hemmen. Und das schafft eigentlich diesen Raum der Freiheit. Und Ja. dann über die Möglichkeiten reflektiere. Und da brauche ich dann, das ist dann sozusagen der eigentliche Begriff Wille, gekoppelt mit dem Verstand, diese Möglichkeiten. Und dann hängt es halt davon ab, nach was hin Ja, zu aber wir sind dann, selektieren. ja, wir sind jetzt ja gewissermaßen tatsächlich in der, Frank hat jetzt gesagt, in der Diskussion der geistigen Person eigentlich. Natürlich, Ne? ja. Dieses, Da spielt es, da ist das Einzige, wo es abspielt. ja, dieses bei allem anderen, ich kann ja auch anders daran gehen. Ich kann ja auch sagen, was da passiert ist, ist vergleichbar beispielsweise mit einer Alkoholabhängigkeit. Ne? Das heißt, es gibt ja den Modebegriff der toxischen Beziehung. Ne? Ja. Damit ist ja immer gemeint, es gibt einen narzisstischen Teil, üblicherweise den männlichen Teil, muss nicht zwangsläufig, aber üblicherweise, ne, der in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung gestaltet, in der er dem anderen in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Ne? Also müssen jetzt, das heißt jetzt nicht, dass da solche masochistischen Elemente ins Spiel kommen, aber indem er, der narzisstische Teil, den anderen in irgendeiner Art und Weise kontrollieren kann und in seiner Freiheit, ne, um nochmal den Begriff aufzunehmen, einschränkt. Ne? Also beispielsweise, indem eine Abhängigkeit entsteht. Ne? Und diese Abhängigkeit ist tatsächlich aus meiner Perspektive vergleichbar wirklich mit der Alkoholabhängigkeit. Das heißt, jemand wird sozusagen, wir beschließen ja auch nicht Alkoholiker zu werden, ne, sondern wir stellen irgendwann fest, dass uns ein Glas Wein am Abend gut tut.
aus welchen Gründen auch immer. Jetzt nehmen wir mal an, dieses Glas Wein ist nicht im echten Sinne ein Glas Wein, sondern das Gespräch mit einem Menschen, den wir, was weiß ich was, ne, beim Hundespaziergang oder wo auch immer kennengelernt haben. Und und es wird irgendwann zur Gewohnheit, dass wir dieses Gespräch jeden Tag führen. Ja? Und jeden Tag wird dieses Gespräch ein wenig intensiver. Ne? Und es geht hier nicht um Liebe. Ne? Es geht um so etwas wie freundschaftliche Gefühle, sagen wir mal. Man ist auf Augenhöhe, man hat ähnliche Interessen und Ziele vielleicht. Ne? Aber vor allen Dingen wird man abhängig von dem Gespräch insofern, als dass das Gegenüber, das narzisstische Gegenüber, einem das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Ne? Denn darum geht es eigentlich, zumindest am Anfang. Ne? Ja, ich würde es auch gar nicht, weil gerade wenn du es vergleichst mit dem Glas Wein, das Glas Wein hat kein Interesse daran, Nein. gebraucht zu werden. Und so würde ich das vielleicht auch sehen. Dann haben wir so ein bisschen diese Schuldzuweisungen von wegen, ne, narzisstische, Ja, ja, ich sehe Personen, das so, die ja. das absichtlich irgendwie macht. Dann hat man so dieses Manipulative und so weiter. Lass uns einfach bei dem, Okay, bleiben bei wir der kurz neutral. Person, die, also nun, und über Liebe müsste man vielleicht noch drüber reden, weil da ist so, machen wir vielleicht mal eine extra Sendung noch, das ist auch Ja, interessant. vielleicht. Aber da ist so dieser, also es ist eine Geborgenheit, ne? Und ein Gefühl des Zugehörens, des sich Wohlfühlen, so, und das will man. Was aber in keinerlei Konkurrenz zur Partnerschaft steht. Ne? Also wir reden nicht davon, dass sich jemand sozusagen auf der einen Seite entliebt und sich neu verliebt oder dass jemand sagt, aber es gibt ja auch polyamoröse Beziehungen, ne, wo ein Ja, Mensch eben eben. mehrere Menschen liebt, Ja, warum nicht, ne? sondern wo es eher so das Gefühl ist, ich werde hier vielleicht auf einer anderen Art und Weise wahrgenommen, was mein Genau. Partner oder meine Partnerin eben, der Nicht mehr eben nicht mehr Macht. gelingt oder nicht mehr macht. Ne? Das heißt, es ist schon die, sagen wir mal, eine geistige Verbindung auf der einen oder sagen wir mal auf der einen Seite. Und diese sexuelle Verbindung, das wird häufig dann so beschrieben, dass die so mehr oder weniger plötzlich dazu tritt. Ne? Ja. Das heißt, aus der Perspektive beispielsweise der Patientin, von der ich gesprochen habe, hätte das ruhig so weitergehen können. Da war es jetzt in dem Fall kein Hundespaziergang, aber das ist ja wurscht. Ne? Ja, genau. Das heißt, sie hätte, ne, also aus ihrer Perspektive hätte man jetzt jahrelang täglich ein vertrautes Gespräch beim Abendspaziergang führen können, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise Gefühle von Liebe aufgekommen wären. Sagt sie jetzt. Ne? Irgendwie. Gut, man kann über die Zukunft, ne, kann man nicht wirklich spekulieren, aber. Aber plötzlich tritt diese sexuelle Komponente dazu und sie wird in irgendeiner Art und Weise nicht nur erduldet, sondern sie wird, also wir reden jetzt nicht von einer Vergewaltigung, wobei man natürlich fragen könnte, ob es auch sowas wie eine emotionale Vergewaltigung gibt. Ne? Das heißt, wird jemand sozusagen so mit Gefühlen überschüttet, dass er kaum anders kann, als in irgendeiner Art und Weise auch emotional oder eben dann im nächsten Schritt sexuell zu reagieren. Aber wobei auch das natürlich eine Frage ist, ne, die man diskutieren könnte. Ne? Richtig, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das gibt. Also es gibt emotionalen Missbrauch, ja. Und in gewisser Weise, Vergewaltigung ist ja Missbrauch auch. Also der muss ja nicht immer in diesem Sinne so gewalttätig aussehen, wie sich dann danach, nachdem man es durchlitten hat, natürlich trotzdem anfühlt. Ne? Weil man sich ja irgendwo, gut, da sind wir bei dem Thema, was du gerade aufziehen willst auch, da fühlen wir uns danach halt irgendwo entmündigt, entmächtigt, nicht mehr Herr unseres Willens. Genau, So, ne? Genau, denn, das stimmt schon, da ist was denn du hattest ja möglich. eben das paulizianische Wort im Grunde genommen, das berühmte, dann nochmal zitiert. Ne? Aber bei Paulus geht es ja eigentlich darum, dass er sagen will, auch wenn wir wissen, was sozusagen der geistige Weg ist, kommt uns unser Körper immer dazwischen. Also mit Frankl gesprochen, unser Psychophysikum immer dazwischen, Genau. weil es eben Ansprüche an uns stellt, die wir nicht wirklich ignorieren können. Ne? Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Ne? Wir sind eben diese dreigeteilte oder diese, ja, die, oder sind eben in dieser Art und Weise dreigeteilt. Ne?
Die Frage ist halt, was ist sozusagen jetzt der logotherapeutische Ansatz? Ne? Wir müssen ja die geistige Ebene dieser Frau stärken, auf der einen Seite, und wir müssen sie über die Gebundenheit ihres Psychophysikums, nämlich auch, und zwar nicht nur in diesem sexuellen, körperlichen, rein körperlichen Sinne, sondern auch in diesem emotionalen Sinne, ne? Einerseits aufklären. Ne? Und dann haben wir auch noch den Ehemann, der weinend daneben sitzt und sagt, wie kann das denn sein? Wie kann die mich denn lieben und mich trotzdem betrügen? Ja, deswegen ist Paartherapie ja auch so ein bisschen komplex, Sagen wir mal einfach ja. ne? Ja. Aber wenn man mal, wenn ich jetzt so, also ich mache auch Paartherapie, aber wenn ich so überwiegend meine Patienten habe, dann Einzelklienten habe, dann habe ich jetzt erstmal nur die Frau. Dann geht es erstmal darum und dann sage ich, was der Mann macht, ist ein bisschen auch, also klar, systemisch gesehen ist nicht ganz richtig, was ich dann sage, aber es ist erstmal sein Problem. So, wir sind jetzt erstmal Ja. hier zusammen. Natürlich, das spielt zusammen, was auch im Gespräch ja rauskommt und bedacht wird und mit Einflüsse nimmt. Aber in dem Punkt, ja, das Psychophysikum, da müssen wir aufklären, da auch gewisserweise anerkennen, also lernen, das anzuerkennen durch die Aufklärung. Ja, das haben wir, das ist da. Also diese Gefühle kommen immer wieder mal, haben wir nicht in unserer Macht, ja, verfügbar. Also die poppen halt auf durch irgendwelche Trigger, keine Ahnung. Hübschen Po, hübsches Gesicht, hübsches Gespräch, je nachdem, was einen da anspricht. Aber der Wille, ne, das ist das, wo uns hilft. Und dem gilt es, und das ist das Gleiche letztlich auch bei der Alkoholsucht, ne, dass es das Psychophysische, Entziehung und so weiter, ne, erstmal tatsächlich physisch auch so ein bisschen zu entkoppeln. Aber was man langfristig braucht, ist im Prinzip eine Willensstärkung. Also man müsste Ja. therapeutisch, würde man ja sinnvollerweise so dran gehen, Wege zu finden, wie kann ich den Willen dieser Person unterstützen, befördern, stärker machen, Ja. trainieren. Mit Sicherheit. Aber es ist ja, im Grunde genommen ist ja die alte Frage, die der Alkoholiker stellt, ne, ist ja, ne, wir wissen alle, dass Alkoholismus und Depressivität durchaus Hand in Hand gehen. Ne? Das eine folgt nicht unmittelbar immer aus dem anderen, aber wie gesagt, es gibt da schon Koinzidenzen. Ne? Im Grunde genommen steht ja auch beim Alkoholismus immer die Frage im Raum, warum soll ich denn aufhören? Klar, sicher, Richtig. weil ich Leid zufüge meinem Körper und meiner Umgebung. Ne? Aber im Grunde genommen kommen wir dann doch recht schnell auf die Sinnproblematik. Ne? Genau, das ist da sind wir bei der dritten Säule, ne? Der dritten Ja, Säule, ne? oder ne, also Freiheit des Willens, dass wir diesen Willen haben überhaupt und Genau. dass er eine gewisse Weise frei ist in unserem intakten, in unserer intakten geistigen Dimension. Und wozu sollen wir den eigentlich bemühen, ne? Also warum sollen wir den stärken, ne? Ja, Zum Sinn, also genau. Sinn zu erfahren, also ein Wozu im Leben zu Ein finden. Wozu, ne? Das heißt, ich kann, wenn ich brauche einen Grund, um morgens aufzustehen, ne? Den braucht der Depressive, den braucht natürlich jeder Mensch, nur jemanden, der an depressiven Verstimmungen leidet, möglicherweise auch an nogenen depressiven Verstimmungen, wie Frankl das formuliert, oder eben an körperlichen Erkrankungen, der stellt sich diese Frage irgendwann, ne? Und das wäre die traditionelle Aufgabe der Logotherapie, ist Sinnexploration. Ne, irgendwo. Und auch die Überzeugung, die ich auch im Zusammenhang mit diesem Paar hege, dass dass auch sozusagen auch in einer Partnerschaft Sinn Richtig. bestehen muss. Ne? Richtig. Das heißt, für viele Paare ist ja oder das ist ja dieses Hollywood-Versprechen, was wir haben, das sowas sagt wie Liebe ist irgendwie ewig, Liebe, Love is the answer, ne? Oder all you need is love oder was auch immer. Das ist jetzt nicht Hollywood, sondern das sind jetzt mehr die Beatles, aber nichtsdestoweniger, die Ideologie dahinter ist ja dieselbe. Ne? Die Ideologie der romantischen Verflochtenheit, die eigentlich alle Probleme löst, ja, und im Zweifel dann nochmal durch Sexualität bestätigt wird.
Ja, die ist dann so ein bisschen schmutzig und die ist so ein bisschen, naja, ne, irgendwie, aber die reine Liebe, die auch so was Göttliches hat, ne, traditionell, ne. Und im Grunde genommen geht es auch darum, den Paaren genau diese Idee erstmal auszutreiben und zu sagen, Liebe ist eben nicht die Antwort, sondern Freundschaft ist die Antwort. Freundschaft in der Partnerschaft. Und Freundschaft ist nicht weniger als Liebe, sondern es unterscheidet sich ganz fundamental von der Liebe. Denn die Liebe, genauso wie die Sexualität, haben eine starke körperliche Beteiligung. Ne? Wir entscheiden uns nicht wirklich, in wen wir uns verlieben, das passiert uns. Ne? Genau. Jetzt können wir ja mal vorsichtig sagen, in dem Fall von dieser Frau aus meinem Beispiel oder so ist das eben so ähnlich gewesen. Ne? Auch wenn sie es vielleicht selber nicht so nennt, ist ihr das eben passiert. Ne? Und in Genau, einem das gewissen stimmt. Sinne, ne? So. Ja. Und in einem gewissen Sinne passiert uns ja auch die Sexualität. Wir entscheiden ja auch nicht, was uns erotisch stimuliert oder was uns anmacht oder worauf wir achten, sondern das passiert uns halt. Ne? Und beides folgt einer gewissen Wellenbewegung. Ne? Am Anfang ist die Liebe und die Sexualität in der Beziehung sehr, sehr stark und dann sinkt das ganz deutlich ab und dann gibt es eben so eine Wellenbewegung. Während man sagen könnte, Freundschaft wiederum ist ja etwas, wofür wir uns wirklich entscheiden. Ne? Das heißt, Genau. Freundschaft passiert uns nicht, sondern wir sagen, ja, in irgendeiner Art und Weise, also vielleicht sprechen wir das nicht immer so aus, aber wir sagen ja, wir beide teilen Interessen und dadurch auch einen letzten Endes Werte. Ne? Und auf der Ebene dieser Werte kommen wir eigentlich zusammen. Das hat aber Genau. nichts mit Liebe zu tun. Natürlich kann Freundschaft auch ein liebendes Element haben. Ne? Aber zunächst mal ist es sozusagen eine Vorderhirn, ein Vorderhirngeschehen, ne? Wenn man so will. Aber es ist es ja eigentlich, ne? Also viele ja, ne? Als eigentlich eine freundschaftliche Zugeneigtheit. So, Ja. also deswegen das Wort Philosophie, das heißt Freunde der Weisheit, Freunde der Weisheit. ne? Das sind ja nicht die oder die Weisheitsliebenden, ja, aber da haben wir keine sexuellen Fantasien. Meistens nicht, ne? Sondern das ist, obwohl, ne, also denken kann schon erregend sein auch. Aber jetzt mal ganz ernst gesprochen, so haben wir da eine Zuneigung, ja? Das heißt eine Orientiertheit, eine Interessiertheit, eine Offenheit, eben eine Neigung zu etwas oder zu einer anderen Person, Genau. die in einer Erfahrung des vielleicht komplementären, sich erfüllens, meistens erstmal so damit startet und da ergibt, wo man dann natürlich über die Zeit, besonders dann in der Partnerschaft, auch nochmal deutlicher als in der Freundschaft, weil die Ansprüche höher sind, glaube ich, und weil man näher zusammenlebt, so diese, ja, nicht die komplementären Momente, sondern eher die dividierenden Momente dann irgendwie in den Fokus kriegt und sich dann eben, da müsste man dann diese Entscheidung haben, zu sagen, ja, okay, und trotzdem, ne, das ist diese Entscheidung, ich bleibe mit meiner Offenheit, mit meiner Geneigtheit, mit meinem Interesse bei dieser Person, als Person. Und das würde ich als die Liebe empfinden, aber da ist natürlich jeder Romantizismus weg. Da ist jeder Romantizismus weg. Aber die Frage ist, ob die Befreiung vom Romantizismus nicht tatsächlich auch eine Befreiung tatsächlich zur Freundschaft und auch zur Liebe in diesem Sinne eigentlich Es bringt. wäre Ne? so, wenn die Menschen ein bisschen offener wären. Ich hatte mal so einen kleinen Artikel geschrieben, Liebe als bloß ein überschätztes Wort. Ne? Es wird einfach immens aufgeladen mit Emotionen, mit Sehnsüchten. Ah, Undine Günther, auch schon eine verstorbene Schriftstellerin, Deutsche, die aber in Paris dann lebte, die hat das mal so geschrieben, also so ein Satz: Liebe ist der Haken oder Einhaken, ne, um meine Sehnsüchte daran aufzuhängen. So, und ich glaube, in dieser Hinsicht wird es meistens wahrgenommen, auch wenn man die ganze, ja, antike bis, also übermittelalterliche bis aktuelle und romantische Literatur über Liebe doch mal grob übers Knie bricht. So, muss man sagen, es geht immer darum, es ist irgendwie immer was Erhabenes, was ganz super Tolles, wie du sagst, was mit dem Anspruch behaftet ist, es soll ewig so bleiben. Es bleibt immer gleich und es wird immer gleich erfüllt und alle meine Sehnsüchte sind darin gestillt. Warum dann nachher der Übersprung zum göttlichen Liebe und so weiter sehr
nah ist. Ne? Ja, diese Sehnsucht, das ist dann etwas, wo ich finde, das führt uns vielleicht wieder zurück zum Willen, zur Willensfreiheit. Da ist was da. Und vielleicht auch zum Psychophysikum. Da ist was da. Wir haben eine Intentionalität. Das ist so. Wir streben immer nach etwas irgendwo hin. Das wäre dann zu diskutieren oder edukativ, ne, aufzuarbeiten, wohin streben wir nach Frankl praktisch nach Sinn, beziehungsweise kann man auch sagen, irgendwo nach Werthaftigkeiten. So, ne? Und wenn ich etwas als wertvoll und werthaft, ja, also werten ist ja eigentlich eine Präferierung. Das heißt, ich habe da einen Hang dazu, das vor dem anderen vorzuziehen. Und in Gültigkeit zu setzen, dadurch, dass ich es dann bejahe, in mein Sein, in meine Existenz hineinlasse. Und als solches steht da natürlich, um es nicht nur hineinzulassen, sondern eben es auch zu verwirklichen, eine Entscheidung dahinter. Und so hängt alles damit zusammen. Also der Wille hat als Kraft immer auch sozusagen diese Notwendigkeit, damit es nicht nur ein Wunsch bleibt, der Umsetzung in Handlung, aber auch der Engführung auf ein bestimmtes Ziel hin. Sinn, Wert, die andere Person, irgendein Ziel, was ich mir gesetzt habe. So etwas kommt darauf an, auf welchen Ebenen, ne, wir dann diskutieren. Das heißt, es gibt natürlich auch tatsächlich, um da noch mal Fleisch so ein bisschen dran zu packen, ne, dieses im Fall von meiner Patientin, ne, ist es ja auch auffallend, dass diese Annäherung war ja eben keine sexuelle. Man hat sich nicht, sagen wir mal, in einer Sauna nackt begegnet, um danach in die Kiste zu springen oder sowas, sondern sich vorbereitet gewissermaßen über das Medium der Sprache, also über Kommunikation. Und Kommunikation ist ja nun mal die Grundlage auch zur Sinnfindung für das sprachliche Wesen Mensch, ne? Das heißt Kommunikation und Reflexion oder kommunikative Reflexion, ne? Das heißt, es ist tatsächlich eher eine Sinnproblematik, die auch am Anfang dieses außerehelichen Verkehrs oder wie auch immer man das jetzt nett bezeichnen will, ne, steht. Ne? Und darin liegt auch die Heilung. Ne? Indem ich die Ehe von der Sinnebene her angehe und versuche, diese Ehe zu heilen, denn möglicherweise hat auch sie eine noogene Problematik. Ne? Gebe ich nicht nur dem Ehemann, dem, wie man früher sagte, gehörnten oder verletzten Ehemann, die Sicherheit der, sagen wir mal, nicht unbedingt der Treue seiner Frau, das kann man vielleicht so nicht sagen, aber sagen wir mal, eine neue Sicherheit, ein neues Vertrauen überhaupt in die Beziehung auf der einen Seite. Und ich gebe der Patientin selber eine Erklärung, was sie aus der Beziehung abgeholt hat oder diese Unfreiwilligkeit, über die wir am Anfang gesprochen haben, tatsächlich keine echte Unfreiwilligkeit gewesen ist, sondern ein Gesehenwerden eben als diese geistige Person. Wie gesagt, ob da jetzt so ein mich missbräuchlich narzisstisches Moment drin ist, das ist ja erstmal auch egal dann in dem Moment, ne? Und sie genau da abgeholt worden ist, und zwar in eine außereheliche Verschränkung hinein, die nicht nur für sie grundsätzlich keinen sexuellen Charakter im Anfang hatte, sondern die sie aber überrascht hat, überhaupt wieder oder die, sagen wir mal, das Überraschungsmoment, überhaupt wieder als Person gesehen zu werden, da eigentlich das Movens hinaus war. Und darum geht es ja meistens, um nicht zu sagen eigentlich, aber ja, das wäre ein bisschen. Okay, das müsste ich selber dann nochmal prüfen, ob ich so radikal formulieren kann. Aber doch geht es darum, immer als Person wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, als die, die ich bin oder die ich werden könnte, wenn man es jetzt ja, von Frankl aus so betrachtet. Wo ich vielleicht gar nicht weiß, wer ich werden könnte, aber wo der andere, das ist vielleicht auch, vielleicht so rum gesagt, ist das vielleicht auch dieses Anziehungsmoment im anderen, dass der etwas in mir sieht, was ich werden kann, was ich selber noch gar nicht gesehen habe. Ja, Und möglicherweise. da der andere dann etwas in mir auslöst, was ich verbal noch gar nicht fassen kann. Und eben, ich weiß nicht, um was es geht, es bleibt diffus, aber das Gefühl ist da. Und was dann aus dieser anfänglichen Begegnung als eine offene, eine anerkennende, eine wohlwollende und eben vielleicht auch wertschätzende Begegnung
dieses erotische Moment hineinbringt. Hm. Weil das hat dann wieder auch, weil wir sind, trotz aller Dreiteilung, wir hatten schon ein oder zwei, glaube ich, so Gespräche drüber, ne, über die Dreiteilung des Menschen gehabt, sind wir trotzdem eine Einheit. Also, ja, Physik, Psyche, Geist sind zwar drei Dimensionen, aber wir sind ein dreidimensionales etwas, also Objekt, nicht richtig, aber Lebewesen. Und als solches spielt dann der Körper mit. Der Genau. ist da. Und da Ja. kommen dann Reaktionen hervor. Aber was du sagst, ganz kurz noch, damit ich den Gedanken nicht vergesse, dass da die Heilung vielleicht aus diesem Offenbarwerden der weiteren möglichen Sinnhaftigkeit der bestehenden Ehe, das ist natürlich noch zu fragen, weil dieses, ja, wir wollen zusammenbleiben, ist alles auch wieder nur kognitiv. Aber dieses Wollen würde dann an Fleisch bekommen, ne, an Kraft bekommen, wenn es dich dieses Wozu herausarbeiten lässt. Ja. Und wozu diente der Kontakt, der außereheliche Kontakt, der dann halt eben in auch sexuellen Kontakt führte? Da kann man schon noch rund machen, wieder mit Undine Gründer, wie ich da genannt habe. Ja, welche Sehnsüchte konnte die Frau da hängen oder sah sie da eventuell als möglichen Horizont erfüllbar, Genau. die nicht mehr so erfüllt werden in der Ehe, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr gespiegelt wurden, gar nicht mehr gesehen wurden, auch nicht mehr, ja, angetriggert wurden, ne? So, also Ja, schönes erregt werden. Beispiel. Ja. Ja, und genau. Und ich würde, also für mich noch so, ich würde sagen, darin liegt für mich insofern eine typische Geschichte auch, auch wenn es jetzt nicht ständig zu solchen Verschränkungen kommt, weil eben die Sinnmöglichkeiten in der Partnerschaft tatsächlich etwas häufig einfach so, sagen wir mal, durch Liebe garantiert angenommen wird, aber tatsächlich viel zu selten überprüft und vor allen Dingen aktualisiert wird. Ne? Und wir müssen uns ja immer sehen, und das ist ja auch hier in diesem Beispiel auch der Fall, ne? Dieses Paar war schon relativ lange zusammen, ne? Also, Also über 2 Jahrzehnte insgesamt. okay. Das heißt, es ist ja, wenn wir dann so Anfang der Mitte 40 sind oder wie auch immer, ne, wann wir unsere Partner kennengelernt haben, ich bin ja nach 20 Jahren Ehe ein völlig anderer Mensch als zu Beginn dieser Ehe. Ja. Und immer wieder sozusagen auf diese romantische Liebe des Anfangs zu rekurrieren und zu sagen, aber wir lieben uns doch und wir haben doch auch nie aufgehört, uns zu lieben, ist ja schön und gut, aber die beiden Personen sind so verschieden mittlerweile von ihrem vergangenen Selbst geworden. Das Leben schnitzt uns ja nun einmal. Ne? Und zwar nicht nur die Partnerschaft selber, sondern auch alles Ja, drumherum. alles Ne? drumherum, ja, vielleicht Dass wir sogar uns sozusagen auch mehr. als Liebende, auch wenn es paradox erscheint, uns auch als Liebende verlieren können durch Unachtsamkeit. Ne? Und das auf der noogenen Ebene und nicht auf der psychophysischen. Und das würde ich sagen, das ist sogar auch fast ein Hauptgrund von vielen Beziehungsproblemen. Die müssen noch nicht dann praktisch hier in Beratung oder Therapie kommen, sondern viele leiden ja einfach so oder leben, sagen wir es bitter, ne? Leben halt dumpf so ihr Leben Ja. weiter Ja. und wissen gar nicht warum oder wie, ne? Also da würde diese Psychoedukation oder überhaupt, weil es ja jetzt fast philosophische Edukation in der Hinsicht, würde, glaube ich, viel, viel bewirken in ja, zukünftig auch für die jungen Menschen in der Gestaltung letztlich ihrer Partnerschaften. Wobei die jungen Menschen scheinen mir nicht so ganz zugänglich dafür zu sein, weil sie lieber noch, sie wollen dieses Gefühl haben. Ja, So. sie wollen in diesem, sie wollen in den Gefühlen schwelgen. Also Ja. wir sprachen ja an anderer Stelle auch schon mal über die Frage, die uns ja beide so ein bisschen immer umgetrieben hat, die geistige Person, von der Frankl spricht. Also sagen wir mal, das Individuum in seiner freien Existenz, in seinen freien Entfaltungsmöglichkeiten, seinen wertorientierten. Wie kommt das eigentlich in die Welt? Wird es geboren oder wird es oder entwickelt es sich? Ja. Und wenn man mal davon ausgeht, dass sich dann doch letztendlich auf dieser Welt alles entwickelt, ne, dann könnte man vielleicht auch sagen, diese Jugendlichen sind noch zu sehr
Psychophysikum, als dass sie sozusagen von einer jenseitigen, also jetzt nicht jenseitigen, aber sozusagen außerhalb liegenden Position auf sich selber und ihre Beziehung schauen können. Deswegen dieses verwobene, verschwelgte in diesen Gefühlen drin. Und ich denke, es hat schon was mit einer reifen Beziehung zu tun. Ich muss da immer dran denken. Ich habe hier an dieser Stelle gebe ich jetzt mal einen richtig schönen Filmtipp, wenn ich das mal ganz kurz machen darf. Mach mal, ja. Es gibt von Jim Jarmusch einen wirklich einen wundervollen Liebesfilm, der heißt Only Lovers Left Alive. Das ist die Geschichte von zwei Vampiren, die seit Jahrhunderten ein Liebespaar sind, sehr, sehr eng miteinander sind und auch auf dieser geistigen Ebene sehr intensiv verbunden sind, die aber nicht gar nicht zusammen leben, sondern jeweils auf zwei, also hier, jeder auf einem anderen Kontinent, sie in Tanger, glaube ich, und er in Detroit, ne, und sich eigentlich nur alle Jubeljahre mal sehen, aber dann eine ungeheuer intensive Beziehung haben, weil sie aus der Vampirperspektive zumindest sehr sinnorientiert ist. Das ist eigentlich im Grunde genommen, es ist ein intellektuelles Paar, ne? Darum geht es da eigentlich. Aber es ist insofern ein schöner Liebesfilm, weil das eine reife Beziehung ist, könnte ich mal sagen. Und zwar tatsächlich witzigerweise aus der noogenen Perspektive eine reife Beziehung. Vielleicht kann man den mal empfehlen, sozusagen als Kurier, als ne, Vita, Cura Vitae, ne, als Medikament gegen romantische Verklärung. Ja, genau. Also wie war es nochmal? Jim Jarmusch und dann Jim Only Jarmusch, Lovers. Only Lovers Left Alive. Nur Und Liebende, bleiben lebendig, ne? Oder so. genau, bleiben Ja. übrig oder Oder so. bleiben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen deutschen Titel davon gibt. Den gibt es aber auch auf Deutsch. Lohnt sich aber auch, sich den auf Englisch anzusehen. Ja. Also gut, ja, das ist immer super, solche Tipps, ne? Also sei es jetzt Literatur oder eben auch so Filme, ja, weil die Sachen dann einfach lebendiger, nicht so theoretisch abstrakt, ne, einem nahe bringen. Und was du sagst mit der Reifen, Entschuldigung, mit der Reifenbeziehung, das, was ja auch diese Probleme nachher mit deinem Fallbeispiel hervorbringt, ist ja meistens erst in der Reife der Partnerschaft. Also die ersten Momente, also wenn es jetzt nicht irgendwie so, was weiß ich, es gibt viele verkappte Perspektiven, Ansichten und Menschen. Ich plädiere immer dafür, auch so beim Beraten oder Therapieren halt, wenn es am Anfang nicht leicht geht, dann lass die Finger davon. Es macht keinen Sinn. Weil es muss am Anfang leicht gehen, da ist eben die Begegnung und dann flutscht es. Ne? Also es flutscht irgendwie zusammen. Und das ist natürlich, wie du sagst, in der Jugend, ne, mit Jungen, die tatsächlich schon noch mehr diesen Libido-Drang haben. Biologisch verständlich. Ne, sollen sich ja auch irgendwie fortpflanzen. Und natürlich viel um sich selbst kreisen und so weiter, ne, in ihrer Geistigkeit, aber noch nicht, wie du sagst, ne, das noch nicht so gelernt haben, von sich selbst sehr distanziert sozusagen die Sachen ein bisschen beschaulicher anzugucken. Und dann kommt man natürlich in so eine Partnerschaft rein und da läuft es ja auch erstmal. Und dann setzt man sich auch Aufgaben und Ziele, und dann ist man beschäftigt, ne, dann ist man auch erstmal nicht mit sich so sehr beschäftigt oder mit der Partnerschaft, sondern mit, was weiß ich, Haus bauen, Kinder kriegen, Karriere machen. Und meistens ist es ja dann, wie du auch an deinem Paar da geschildert hast, ne, in den Mit-40ern, wo es halt anfängt, körperlich was zu spüren. Auch das noch. Man wird, also man ist nicht mehr der unverwundbare Superhero, wie ich Naja. eigentlich immer noch zu meiner Frau Ja. zu sagen pflege, wenn sie so immer mit ein paar Sorgen kommt, so, ah, du weißt, ne, the hero never dies. Also mach dir keine Sorgen um mich. Aber ja, wir spüren das schon selber. Also das klappt nicht mehr so ganz. Ja, und dann natürlich auch hat man ein bisschen mehr Ruhe, man hat ein bisschen mehr Abstand, man ist ja eben gereift und kann das dann anders sehen. Und dann kommen dann diese Probleme durch äußere Attraktivitäten wieder, gerade wenn man nicht so, ja, das hast du sehr schön gesagt, wenn man nicht so dran gearbeitet hat an dieser Entschlossenheit im Prinzip sozusagen Liebe wirklich zu bauen. Also wenn man immer nur auf dieses Gefühl sich verlässt, das war immer so und es bleibt wohl auch so.
Aber jetzt sind wir gerade abgekommen, ne? Nein, Von, nein, nicht über Liebe dachte ich, machen wir ein nein, andere, anderes wir sind Gespräch. sehr schön zum Schluss gekommen Ja, eigentlich. Freiheit des Willens. Ne? Ja. Wir Ja, willst du? könnten am Schluss dann vielleicht sagen, bei dem Hausbau, ich wollte eben den Karlauer bringen, das ist das beste Gleitmittel, weil du vom Flutschen einer Beziehung sprachst. Das beste Gleitmittel ist der Sinn, aber jetzt am Schluss bist du konstruktiver geworden. Der beste Mörtel am Gebäude einer Beziehung ist der Sinn. Ne, würde ich dann nehmen. Okay, ich glaube, wir müssen aber tatsächlich zum Schluss kommen. Ja, genau. Ich denke, da ist natürlich noch Ja, viel Gespräch. du hast gesagt, wir sind eigentlich wieder da. Dann würde ich dir doch die Gelegenheit geben, mich davon zu unterrichten, wie wir jetzt wieder zur Freiheit Ja, des Willens also zurückfinden. vielleicht kann man auch in einer Stunde das Problem der Willensfreiheit auch nicht wirklich lösen, ne? Ja, Sondern man kann es immer nur von natürlich. unterschiedlichen Perspektiven heraus oder unterschiedliche Schlaglichter drauf werfen und dann versuchen, so langsam ja, dem Geheimnis der Mehrdimensionalität des Menschen nach Frankl auch näher zu kommen, ne? Das war jetzt ich sag mal, wie gesagt, ein Schlaglicht, ne? Und Ja, nächstes genau. Mal machen wir ein anderes. Aber vielleicht wäre tatsächlich ein mögliches Thema, sich dann doch nochmal der Liebe zu widmen in einer nächsten Sendung. Sowohl aus logotherapeutischer Hinsicht, aber dann werden wir auch mit Sicherheit nochmal über Sexualität sprechen. Aber warum nicht den Begriff der Frankl oder der Liebe nach Viktor Frankl nächstes Mal nochmal aufgreifen? Das fände ich doch ja ganz schön. Ne? Und da kommen wir mit Sicherheit auch über Frankl hinaus oder vielleicht dann auch von Ja, Frankl hinaus wieder auf Frankl zurück, wahrscheinlich. vermutlich, ja. Aber So wie es immer sein muss. ja, aber mein Gut, da wäre vielleicht jetzt der Bogen zum Beginn unseres Gesprächs und unseres Themas zu sagen, ja, wie wir auch schon sagen, im Ende hat Liebe etwas mit Entscheiden zu tun und Freiheit des Willens hat letztlich auch was mit Entscheiden zu tun. Ich muss mich entscheiden, dann ein gewolltes Objekt, also Zielobjekt, ne, in Handlung umzusetzen. So, und Wille rein psychophysisch sozusagen, da gibt es die Kraft von unten raus, Triebkraft, wie man das nennen wollen, Lust, Begierde, Wunsch, gepaart mit einer aus der geistigen Ebene kommenden, irgendwie nicht wirklich direkt mit der Realität oder mit der Welt zu tun haben müssende Vorstellung, die sich im Geiste einfach mal so einstellt. Und diese zwei sozusagen durch dann die Impulsinhibitierung, also eine Hemmung, raumschaffend für die Betrachtung dieser Vorstellungen und dann den Entschluss, das will ich umsetzen in Handlung, das will ich realisieren, aktualisieren. So würde ich das Wunderbar, aber theoretisch theoretisch, aber vielleicht zusammenführen. packen wir auch an das Skelett noch ein bisschen Fleisch in einer nächsten Folge. Denn das ist Ja, sonst genau. geht der Gedanke unter und dafür ist er zu wertvoll. Ja, das stimmt, ne? Dann würde ich uns jetzt mal verabschieden für heute und sagen, herzlichen Genau. Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir freuen uns selbstverständlich über Kommentare oder E-Mails, die ihr uns schicken könnt, gerne an die Über Adresse Likes, über Abonnements, über Likes. Weiterleitungen und was man halt so in den Was mit man den so Social tun Media muss. so macht, Naja. ne? Aber die alten Herren irgendwie, die wollen die Ja. Post kriegen wahrscheinlich. Ne? Aber so ist das halt. Ne? Ja, nun denn, dann bedanken wir uns und sagen auf ein nächstes Mal. Ich bin Jens Helmich aus Köln, Paartherapeut und sage Tschüss. Okay, und auch ich bedanke mich und ja, sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eben bleibt dran, damit ihr nichts verpasst. Natürlich abonnieren und die Glocke klicken. Ne? Die Glocke. Ja, die Glocke. Ja, wie es immer so heißt. Ist Dann immer. gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, ich bin Andreas Schreiber und ja, Logotherapeut aus Freiburg. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.